Hast du eine Idee für eine App, aber du kennst dich nicht mit Programmieren aus? Kein Problem, also hier wirst du lernen, wie kannst du ein App-Prototyp machen. Diese Slides in wenigen Minuten erstellen, ein Menü-Button und noch mehr. Und das alles mit Figma, ohne Code. Okay, wir fangen direkt an. Geh mal auf Drafts, Design File und hier kannst du ein Frame wählen. Das hier ist für ein iPhone 11. Du kannst auch Formen machen und die Farben. Oder Option in Mac kannst du eine Form duplizieren. Wenn du Icons brauchst, kannst du die in Figma Crash finden. Einfach die wählen, get it now. Die musst du einfach kopieren. Okay, und jetzt geht es weiter mit dieser geilen Slides-Funktion. Wähle deine Bilder aus. Und dann musst du nur noch ein Frame machen. Also keine Formel, sondern ein Frame. Okay, und jetzt werde ich kurz ein Navigation Bar kopieren. Okay, jetzt für das Menü müssen wir nur ein Frame erstellen.
Jetzt machen wir noch ein Screen. Okay, und sowas bekommen wir am Ende. Wenn du nicht so viel Zeit hast, kannst du auch im Figma Crush noch Templates finden, die du bearbeiten kannst. Wenn du noch Fragen hast, schreib die unter in die Kommentare. Abonniere unseren YouTube-Kanal und verpasse keine unserer coolen Videos. Bye!